Ja, und wenn man dann auch auf die Resultate der Österreicher schaut, aufgepasst, da kommt der erste gefährliche. Mit der Nummer 21 war das eben Oskar Mayer. Auch hier ein Spieler aus der Red Bull Akademie. Und dann landet die Scheibe hier am Pfosten. Und jetzt zählt das Tor. Österreich geht mit 1:0 in Führung. Ja, es war eigentlich die erste wirklich gefährliche Aktion gegen die Schweizer Goal. Und viermal freie Scheibe, aber der Österreicher kommt da die Scheibe. Das ist zu wenig konsequent verteidigt, ganz klar. Jetzt sieht man hier Scheibenverlust. Dann geht die Scheibe auf an die blaue, die Scheibe kommt ins Goal, wird leicht abgelenkt, geht am Pfosten. Aber jetzt, das darf nicht sein, dass zwei Österreicher gegen fünf Rote hier eher am Böck kommen und aggressiver sind, das ist vom Abwehrverhalten her schlicht unzulänglich. Müssen wir jetzt gefordert, diese Topspieler der Schweizer. Guter Pass über die Mittelachse. Aber Vraneschitz hat da genügend Zeit. Der Winkel vielleicht dann doch etwas zu spitz. Ja, Winkel ist spitz, aber die Anlage hat mir gefallen. Man hat eigentlich ein 1-3-1 Powerplay gespielt. Hat immer mit dem Ritzmann einen grossen Spieler vor dem Goal. Hat geduldig die Scheibe zirkulieren oben durch. Und das ist vor Anlage her. Also war zu Gast in der letzten Ausgabe. So, jetzt wieder ein Konter. Jetzt muss mal etwas kommen. Eieiei. Zu schön wollen machen. Ahlensbach hat da nicht abgeschlossen. Hat noch einmal. Noch einmal die Schweizer. Fani legt rüber an der blauen Linie. Wartet da nur Delemont. Parkscheibe kommt da und jetzt hat's geklappt mit der Nummer 18, der Torschütze Joshua Fani, und die Schweiz gleicht im Powerplay aus. Oh, was hier sehr gut ist, die Aufstellung tipptopp, dann geht man ab auf die Grundlinie, geht wieder rauf und dann irgendwann tut es auf. Also man hat wirklich probiert, das dritte auszumessen, hier, das ist sehr gut gewesen. Schon dieser Versuch hier. Also da war Fani. Jetzt sieht man hier, runter, rauf. Und dann gibt es ein bisschen glücklicher Abprauer, aber man zieht natürlich die Box auseinander, oder? Indem es man tief geht, hoch geht und irgendwo hat man eine Überzahl, man ist ein Mann mehr. Und gut gelöst vom Job. Ach, gefährlicher Abschluss aus dem Slot heraus. Das war dann wohl die Torumrandung. Ja, ich glaube, das hat geläutet. Und hoffentlich hat der Wecker auch geläutet bei der Schweizer Mannschaft. Sehr, sehr gefährlich. Aufgepasst, wieder die Torumrandung. Hat sich zumindest so angehört. Jetzt für einmal Ritzmann. Ritzmann, Nachschussmöglichkeit. Ja, Teibel. Sehr, sehr gut vom Ritzmann, wo man schon ein paar Mal jetzt gut gesehen mit seiner Größe. Setzt sich sehr gut durch am Flügel. Und vor allem den Meterplatz, den er bekommt, für ins Goal, vor das Goal zu ziehen, den nimmt er. Und Teibel ist gut, wie er nachgeht. Und nicht einfach denkt, ja, der Ritzmann macht es jetzt, sondern geht mit hier. Man sieht schon, dass er hier entscheidende Rolle spielt, der Ritzmann. Und jetzt läuft er sehr gut auf den Chip und das gefällt mir da, wie er die Scheibe abdeckt, wie er ins Slot reinzieht und auch der Teibel dabei ist. Das sehr gut, wie er den Bächler unterstützt und wirklich dort herläuft, wo die Scheibe muss herkommen und nachher entschlossen vor das Goal zieht. Das ist vom Ritzmann sehr, sehr gut gemacht. Was passiert? 24 Sekunden vor der Pause gleicht Österreich aus. Ah, wie ärgerlich ist das denn? Na, es dürfte Ian Scherzer gewesen sein. Auch hier ein Double Underager. Er hat sogar aufgepasst, hat sogar 05er Jahrgang.
Wer war da zuletzt dran? Ja, ich glaube schon, dass das 26 Scherzer ja. war, genau. Ja, am Gitter ist es ein sehr junger Spieler. Ja. Das ist... Knapp sucht die Anspielstation. Leider kein Verkehr vor Vrane Schätz. Aber auch gut gespielt. Richtig. Sind wir gespannt, wie das verdickt ist. After review, we have major and game misconduct for boarding. So, also 5 Minuten Powerplay für die Schweizer. So, jetzt sind wir wie gegen die Schweden, wo wir in der Schlussphase genau das Gleiche hatten. Und jetzt gibt es keine Ausrede mehr, kein Pardon mehr. Das müssen wir jetzt können ausnutzen. Jetzt sehen wir es hier noch einmal. Ja, ist ein kräftiger Stoss. Ich glaube, es ist durchaus berechtigt. Meter von der Bande weg, gestreckte Arme, Crosscheck. Und Ölemann. Scheibe geht tief, dann kommt sie wieder hoch. Das müsste Allensbach sein. Ablenker vor dem Tor, Nachschussmöglichkeit, Tor! Attilio Biasca! Er müsste einer von denen sein, der die Unterschied machen kann, haben wir gesagt, vor ein paar Minuten. Und das macht er jetzt. Ein gutes Powerplay. Das Setup war wieder sehr gut von diesem Block. Hat gut Scheibe runtergebracht und er reagiert sehr, sehr gut auf den Abbrauer. Aber der Abbrauer gibt es nochmal, weil der Ritzmann wieder vor dem Goal einen Top-Job macht. Und dann entsprechend kann er einschieben. Man sieht es hier jetzt. Jetzt sehen wir, wie Scheibe dann runterkommt. Ritzmann vor dem Goal, sehr gut im Endfight. Und dann sehr gut wieder Oberbumper, also der Mann, der oben steht vor dem Goal. Der Biasca hier sehr, sehr gut reagiert. Und er an die freie Scheibe kommt und entsprechend kann erben. Und natürlich ist die Strafe jetzt nicht aufgehoben, sprich, die Schweizer haben jetzt alle Vorteile. Also, Boseit ist wirklich im dritten Drittel, in Anführungszeichen, endlich, Anführungszeichen, geschlossen, gut gewesen. Und ich glaube, wir sind froh, dass wir das Spiel gewinnen können. Gratulation an die Mannschaft, Gratulation an den Staff. Der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft, der U20. Der erste Sieg ist Tatsache und damit auch die Viertelfinalqualifikation. Ja, und die Spieler, die sollen sich freuen. Die haben hier doch die eine oder andere Klippe umschiffen müssen in diesem Spiel.